Im Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. 1921 ging es los, der Fußball war schon damals famos. Der Landkreis merkt auch heute die Kraft, die manchem schwer zu schaffen macht. Für Kameradschaft steht die Spieler sind auf jedem Gegner, heißt denn auf den Rängen mit Schlachtgesängen. Da stehen die Fans in großen Mengen und alle wissen, hier ist er. Der VfR, der VfR. Und alle wissen, hier ist er. Der VfR, der VfR. Ja, anyway. Herzlich willkommen zu VfR Garching TV, heute vom 6. Spieltag Bayernliga, VfR Garching gegen Wackerburghausen 2. Heute zu Gast Herr Wimmer, Trainer vom Wackerburghausen. Endstandspiel 0:2. Ich schätze mal, das spielt dem Herrn Wimmer eher in die Karten als dem Herrn Weber von Garching. Ja, erstmal hallo zusammen. War, glaube ich, ein ganz ansehnliches Bayernligaspiel. Wobei das erste Halbzeit vom Tempo her im Vergleich zu den letzten Spielen sicherlich langsamer war. Warum das so war, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Habe sogar eher Chancen plus für die Heimmannschaft gesehen, für Garching. Habe bis zur 30. Minute sogar 4-5 große Chancen gegen uns gesehen, wo wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir da in Rückstand geraten. Haben das Glück gehabt, dass wir mit 0-0 dann in die Pause gehen. Na, wir hatten auch die ein oder andere Möglichkeit, vielleicht ein Tor zu erzielen. So war vielleicht summa summarum der Halbzeitstand okay. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit waren wir dann vielleicht ein Tick cleverer in den Zweikampfsituationen, haben den Konter auch gut ausgespielt, zweimal, einmal über Nuno Kaya, der natürlich souverän zum 1-0 geknipst hat, und dann nochmal zum mit Lukas Altenstrasser, zum Özcan Aydin, der das bravourös gemacht hat. Und dann, muss ich ehrlich sagen, die Truppe endlich mal wie eine Herrenmannschaft aufgetreten ist und nicht mehr wie eine bessere Jugendmannschaft. Okay. Daniel, Herr Wimmer hat es angesprochen, zur Halbzeit ausgeglichen, paar Chancen mehr bei uns, Spiel mehr bei Wackerburghausen. Woran hat es dann zum Schluss dran gelegen?
Ja, ich denke, dass erstmal muss ich gratulieren für das, was Sie bisher von der Mannschaft gesehen haben. Man hat da völlig recht. Heute sind Sie wirklich wie eine Herrenmannschaft aufgetreten. Haben wahnsinnig clever immer dann Foul gespielt, wenn du es spielen musst. Wenn wir einen wirklich guten Vorteil uns erarbeitet hätten. Aber das haben sie vielleicht in den anderen Spielen nicht gemacht. Ich glaube schon, wir haben erste Halbzeit taktisch ein bisschen umlernen müssen erstmal. Es ist schwierig, gegen eine Dreierkette auf einmal zu spielen, die im Mittelfeld dann so viel Überzahl hat. Du traust dir halt hinten dann auch nicht, Mann gegen Mann zu stehen. Und ist schwierig, also gerade für eine Amateurmannschaft, die, sagen wir mal, so aufgestellt ist wie wir. Im Gegensatz zu den jungen Burschen, die das sagen wir schon etwas länger lernen, dann auch mussten wir uns erstmal dran gewöhnen. Aber wie Christian schon sagt, also wir haben halt tolle Chancen trotzdem rausgespielt. Also mit Balleroberung haben wir richtig gut nach vorne gespielt und waren einfach zu zaghaft im Abschluss, muss man ganz klar sagen. Also da sind wir heute eher wie eine bessere Jugendmannschaft aufgetreten. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist ein wirklich gutes Spiel für die Zuschauer zustande gekommen. Es war wahnsinnig viel Tempo drin. Kann dem Christian nicht ganz so zustimmen, erste Halbzeit. Ich fand das Tempo vielleicht, was sie angeht, was sie die letzten Wochen hatten in der ersten Halbzeit, besser. Aber im Gesamten war das Tempo höher, als das jedes Spiel bei uns bisher war. Da muss ich sagen, war jeder Gegner gegen uns viel, viel passiver. Und das hat wirklich ein gutes Spiel halt zugelassen, auch schon in der ersten Halbzeit. Dass es immer taktisch geprägt ist, ist halt die andere Sache. Und dann, ja, waren wir einfach zu unclever in zwei Situationen, wo wir Foul spielen müssen beim 1-0 im Mittelfeld. Der Florian de Prato muss da einfach das Foul ziehen im Mittelfeld, dann passiert gar nichts. Die Stürmer macht's gut, kommt kurz, zieht lang, Pass kommt wunderbar in die Schnittstelle. Abwehrspieler läuft hinterher, das ist rot, wenn er das Foul zieht. Und somit musst du halt hoffen, dass dein Torwart die Finger dran kriegt, ist halt nicht. Und dann tust du dich schwer gegen die Mannschaft, wenn du einzeln zurück bist. Dafür sind sie zu schnell, zu beweglich, auch zu gute Fußballer auf dem Feld, du musst halt dann irgendeinen Standard oder irgendwas reinmachen, dann geht's vielleicht nochmal, aber es ging leider nicht. Und so haben wir noch einen zweiten Konter gekriegt.